Der 64-jährige Gregory McMichael und sein 34-jähriger Sohn Travis wurden am Donnerstag in Georgia verhaftet und des Mordes an einem unbewaffneten Schwarzen angeklagt. Anfang der Woche hatte ein Video für Furore gesorgt, das über Social Media verbreitet wurde und explizite Bilder der Ermordung des 25-jährigen Amo Aberi zeigt. Die Erschießung von Aberi durch den ehemaligen Polizisten McMichael und seinen Sohn hatte sich bereits im Februar ereignet. Bei vielen Bürgerrechtlern und Menschen der afroamerikanischen Community in den USA sorgte der Vorfall im ganzen Land für Empörung und Wut. Für viele ist das Ereignis nur eines von vielen, bei denen ein Weißer einen Schwarzen umbringt, ohne dafür bestraft zu werden. Am Mittwoch trafen sich Menschen zu einer Demonstration in Brunswick und Atlanta, um dem ermordeten Amo Aberi zu gedenken.